Und zwar hat als Nächster das Wort Frau Kuka. Frau Kula, Entschuldigung. Nein? Also ihr könnt das gerne so machen. Hier von der Liste sieht es anders aus. Wenn ihr euch einig seid. Dr. Naas. Dr. Naas hat das Wort. Alles gut. Der Zettel hier liegt anders, Freunde. Ja. Kula. Aber es ist ja eine andere Reihenfolge bei der Regierungserklärung. Ach, das war mein Fehler. Entschuldigung. Gut. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche mal wieder zum Thema zurückzukommen. Nach den Reden des Kollegen Grobe habe ich auch immer Kopfschmerzen. Aber steigen wir mal in das Thema Kultur wieder ein. Kultur ist das Fundament, meine sehr verehrten Damen und Herren, unseres Zusammenlebens. Kultur ist der Ausdruck unserer Werte, der Kitt, der uns zusammenhält. Das ist der Ort, wo wir über unsere Träume und Albträume uns austauschen. Da hat die Ministerin recht. Ohne Kultur ist eine freie Gesellschaft nicht vorstellbar. Und deswegen ist sie für uns Freie Demokraten auch unersetzlich. Denn Kunst und Kultur sind Töchter der Freiheit. Unsere Kultur in Hessen ist vielfältig, und das ist gut so. Denn die Vielfalt, die macht Hessen aus. Wir spielen nicht nur Klassik, wir sind auch die Wiege des Techno. Das Museum dazu steht in Hessen. Wir wollen Hochkultur und Soziokultur fördern. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Vielfalt ist nicht Gleichheit. Kultur muss für jeden zugänglich sein, aber sie darf nicht für alle gleich sein. Das ist unser liberaler Grundsatz. Meine Damen und Herren, die Kultur hat schwere Jahre hinter sich. Corona war eine schwere Bewährungsprobe. Theaters, Kinos, Museen geschlossen, Festivals abgesagt. Wir Freie Demokraten haben gegen den Lockdown gekämpft und für die Soloselbstständigen, für den Fotografen, die Klavierlehrerin, den Tontechniker. Die brauchten, Frau Ministerin, keine Stipendien und die brauchten auch keine Gnadenprogramme der Landesregierung, sondern die hätten nach dem faktischen Berufsverbot eine faire Entschädigung verdient. Wir haben ein Corona-Hilfegesetz dazu vorgelegt, und darauf sind wir auch sehr stolz. Meine Damen und Herren, die Kultur hat sich auch noch nicht erholt. Die meisten Corona-Programme sind ausgelaufen, aber die Einrichtungen kämpfen nach wie vor mit geringen Besucherzahlen. Und die Energiekrise kommt noch obendrauf. Unsere Kultur braucht jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung. Sie braucht jetzt keine warmen Worte, sondern sie braucht Taten, Entscheidungen, Frau Ministerin. Womit wir beim Thema wären. Die Idee zum Masterplan Kultur kam noch vom damaligen Minister Rhein. Er versprach uns 2014, wir werden unsere Prioritäten in einem Landeskulturkonzept festhalten. Und es wird um die Frage gehen, wie, was haben wir bisher gefördert und was müssen wir in Zukunft fördern und was müssen wir nicht fördern. Meine Damen und Herren, Sie haben das Projekt geerbt und im Koalitionsvertrag auch noch einmal vollmundig angekündigt. Aber dann gingen 5 Jahre ins Land. Man muss heute sagen, 5 Jahre diente das Stichwort Masterplan Kultur vor allem für eins, als Ausrede zum Nichtstun. Ankündigungen, Ausreden. Veröffentlichungen im Frühjahr 2022 hieß es, dann im dritten Quartal 2022, dann Ende 2022. Bis dahin haben Sie vor allem eins, Frau Ministerin, viel Geld in der Kultur gespart und nichts wirklich entschieden. Und die drohende Landtagswahl hat Ihnen und das drohende Fiasko auch in der Kulturpolitik haben Ihrem Masterplan am Ende Beine gemacht. Bitte noch schnell vor der Wahl fertig werden. Ist doch klar, warum man uns diesen Plan heute vorlegt. Bei der abschließenden Online-Beteiligung sind da auch nur noch ganze 170 Kommentare eingegangen, denn so breit war Ihr Beteiligungsprozess am Ende gerade nicht. 5 Jahre kreiste der Berg und gebar am Ende eine Maus. Frau Ministerin, dieses Papier ist kein Masterplan. Es ist kein Plan, und es ist auch nicht der einer Meisterin. Dieses Papier nennt nämlich keine konkreten Maßnahmen. Dafür kennen wir aber jetzt Ihre Lieblingswörter. 40-mal kommt in Ihrem Papier der Begriff Vernetzen vor. Sie wollen alles und jedes vernetzen, Akteure, Orte. Aber was heißt das denn konkret? Die SPD hat es doch angesprochen. Was heißt das? In Kontakt bleiben, reden, ein weiterer runder Tisch. 50-mal haben Sie den Begriff Stärken verwendet. Alles wollen Sie stärken. Aber was heißt das genau? Gibt es da jetzt Geld oder nur ein Schulterklopfen von Ihnen? Frau Ministerin, das ist alles nett, aber das ist kein kulturpolitisches Programm.
haufenweise Allgemeinplätze. Und ich lese Ihnen gerne vor. In unserem Bundesland leben Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen und Biografien. Genauso verschieden wie die Menschen in unserem Bundesland sind auch die Bezüge, die Menschen zur Kultur haben und die Wünsche, die sie damit verbinden. Ja, bravo, danke für diese Erkenntnis. Entschuldigung, das ist aber Geschwafel. Ich kann Ihnen noch einen weiteren Satz bringen, auch schön. Damit nachhaltiger Strukturen entstehen, strebt Hessen eine bessere Vernetzung und Kooperation der Institutionen, der Vereine sowie der Akteurinnen und Akteure untereinander an. Auch das ist beliebig. Das ist so beliebig und aussagelos wie das Logo Ihrer Schlösser- und Gärtenverwaltung. Das ist nämlich auch ohne jeden Hessenbezug und hat über 100.000 Euro gekostet. Ministerpräsident Rhein hatte damit etwas ganz anderes im Sinn, als er die Idee des Masterplans entwickelte. Liebe Frau Ministerin, ich frage Sie, wo sind denn Ihre Leuchtturmprojekte für die Marke Kultur in Hessen? Warum gibt es denn keine großen Landesausstellungen wie in Bayern und Baden-Württemberg? 175 Jahre Paulskirche feiern wir, Ort der Demokratie in Hessen. Frankfurt, Heppenheim, Kelkheim, alles Orte in Hessen. Wieso gibt es da keine große Landesausstellung? Wo bleibt das neue Depot fürs Landesmuseum in Darmstadt? Kunstwerke im Wert von knapp 8 Millionen Euro sind da verschwunden. Das ist inakzeptabel. Das Staatstheater ist total in die Jahre gekommen. Die Aufführungen in Wiesbaden werden unterbrochen, weil der alte Computer abstürzt. Ich habe das selbst erlebt. Aber kein Wort dazu zum Sanierungsstau in Ihrem Masterplan. Frau Ministerin, schon in der Bibel steht, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Und deswegen, an den Taten. Und deswegen fordere ich Sie auf, werden Sie mal konkret, priorisieren Sie, geben Sie einen Zeitplan vor, an dem wir Sie auch messen können. Sagen Sie doch mal, wo Sie das Geld ausgeben wollen und wo nicht, denn die Mittel sind endlich, das wissen wir alle. Und da kann ich Ihnen aus Ihrer Rede noch mal kurz zitieren. Da haben Sie so schön gesagt, das gemeinsame Ringen um das Machbare und das gemeinsame Definieren und Priorisieren haben mich und das ganze Ministerium beeindruckt. Genau das ist das Problem. Sie wollen nur moderieren. Aber Frau Ministerin, Sie müssen in der Politik auch mal Verantwortung übernehmen. Das ist Ihre Aufgabe. Sie stellen die kulturelle Bildung gerne ins Schaufenster. Viele schöne Worte, wie wichtig die Kultur für Kinder und Jugendliche ist, wie niedrigschwellig der Zugang sein sollte. Sie erzählen vom Kulturkoffer, vom fliegenden Künstlerzimmer. Aber damit kommen Sie doch gar nicht in der Breite an. Das ist doch genau dasselbe wie beim Fake-Fach Informatik von Minister Lorz. Das fliegende Künstlerzimmer, das gastiert gerade mal auf 6 Schulhöfen. Meinen Sie das ernst? Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten sind konkret. Wir fordern ein Kulturbudget an jeder Schule in Höhe von 15 Euro pro Schülerin und Schüler jedes Jahr. Das kommt allen Schulen zugute und nicht nur einzelnen Ausgewählten. Denn ohne Mittel, die den Schulen direkt zur Verfügung stehen, helfen auch die Künstlerpools und die Anlaufstationen nichts, die Sie vorgeschlagen haben. Oder kommen wir mal zu dem Thema Bibliotheken. Der Zugang zu Bibliotheken ist ja vergleichsweise niedrigschwellig. Warum nicht die letzten Hürden abbauen? Warum gibt es immer noch Ausweisgebühren, Mahnstrafgebühren? Wir haben dazu einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Bibliotheken müssen das Wohnzimmer einer Stadt werden. Da sind wir uns doch einig. Vorbild Helsinkiel. Auch bei den Musikschulen ist lange gar nichts passiert. Schon vor Jahren war doch klar, die Landesmittel reichen bei weitem nicht aus. Die Elterngebühren sind in Hessen besonders hoch. Das ist kein Beispiel von Chancengerechtigkeit. Und das ist auch kein niedrigschwelliger Zugang zur Kultur, den Sie ja immer anstreben. Jetzt wollen Sie die Mittel erhöhen, schieben die vollständige Umsetzung aber auf das Jahr 2032. Ein anderer kann es ja dann richten. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Sie reden gern von Vielfalt. In jeder vielfältigen Gesellschaft entstehen Konflikte und auch Diskriminierung. Und auch Diskriminierung, die wir nicht dulden dürfen. Das ist zumindest unser Anspruch. Die Documenta 15 hat gezeigt, Frau Ministerin, Sie werden diesem Anspruch nicht gerecht. Der Bericht des Expertengremiums zur Documenta hat uns Recht gegeben. Die Strukturen haben im Fall der Documenta 15 versagt, schlicht und einfach versagt. Und wir haben Sie vorher gewarnt. Was passiert ist, können wir nicht rückgängig machen. Bei unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist viel Vertrauen verloren gegangen. Und dieses Vertrauen kriegen Sie so schnell auch erst einmal nicht zurück.
Aber wir müssen dafür sorgen, dass das nicht wieder geschieht. Und deswegen erwarte ich von Ihnen, setzen Sie die Empfehlung des Expertenrates schleunigst um und legen Sie die Weichen für die nächste Documenta, damit die Documenta in Kassel bleibt und eine erfolgreiche Ausstellung wird. Auch der Fall am Staatstheater Wiesbaden wiegt schwer. Antisemitismusvorwürfe müssen ernst genommen werden. Sie müssen nicht monatelang im Ministerium liegen bleiben, bis der Konflikt eskaliert. Und da hilft dann im Nachhinein auch kein bestelltes Gutachten mehr. Es braucht dringend mehr Sensibilität. In Ihrem Masterplan Kultur kommt der Begriff Antisemitismus nicht einmal vor. Auch das sagt viel. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas über mein Lieblingsthema sagen, die Digitalisierung von Kunst und Kultur. Die Digitalisierung hilft, unser historisches Erbe zu bewahren. Sie macht Kunst allen Menschen verfügbar. Sie bringt die Forschung voran. Und deswegen brauchen wir mehr digitale Erfassung von Kulturgütern. Und wir brauchen mehr digitale Vermittlungsformate. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Papier. Und das haben wir auch schon vor Jahren in gemeinsamen Anträgen beschlossen, Frau Ministerin. Nur ehrlich gesagt, was ist denn seither passiert? Sie haben gerade gesagt, wir werden daran arbeiten, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Wieder mal keine Termine, keine Definition von Zwischenschritten, nichts. Auch nicht beim Kulturgutportal. Keine Ziele, an denen wir sie mal messen könnten. Ich bleibe bei der Digitalisierung konkret. Wir haben nämlich dazu einen ganz konkreten Punkt vorgelegt, an dem wir auch alle schneller vorankommen würden, nämlich die freie Nutzung von Lizenzen in Landeseinrichtungen. Auch dazu haben wir bereits einen Antrag vorgelegt. In Ihrem Masterplan heißt es dazu, die Übersicht über Förderprogramme des Landes solle verbessert werden, unter anderem durch eine noch besser als bisher strukturierte Übersicht auf der Website des Ministeriums. Ja, Mensch, ist das möglich? Noch besser als bisher? Geht das überhaupt? Da scheint das Ministerbüro wieder mal etwas nachgeschärft zu haben und war wahrscheinlich mit der ursprünglichen Formulierung nicht so ganz zufrieden. Ja, unter uns, das geht, denn wir befinden uns im hessischen Förderdschungel nach wie vor. Und das haben Sie auch eben selbst eingeräumt, sonst bräuchte es nämlich auch gar keine eigene Förderberatung. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beenden Sie diesen Dschungel in der Förderung der hessischen Kultur, vereinfachen Sie die Förderung, schaffen Sie ein Kulturfördergesetz mit Rechtsanspruch für alle Kulturschaffenden, um endlich die Kultur auf eine verlässliche Grundlage zu stellen. Sie sind doch Regierung und Sie haben die Möglichkeit, Sie haben die Mehrheit. Also regieren Sie auch und verstecken Sie sich nicht hinter jahrelanger Moderation, runder Tische und jetzt in Ihrem Fall neuer Kulturbeiräte. Meine Damen und Herren, Kulturpolitik braucht messbare Ziele. Ihr Masterplan Kultur ist viel heiße Luft und hat wenig Substanz. Eine Leerstandsbörse für Ateliers und einen kreativen Pool reichen da nicht, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren unsere Ideen hier klar dargelegt bei der Digitalisierung, der Bekämpfung des Antisemitismus, der Stärkung der Demokratie, den Bibliotheken, der kulturellen Bildung. Und es wird Zeit, dass diese Vorschläge endlich auch in die Tat umgesetzt werden. Dazu haben die Wählerinnen und Wähler am 8. Oktober die Möglichkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Als nächstes hat nun Frau Kula das Wort. Auch wenn die Zettel hier falsch sortiert waren, hätte ich mich daran richten müssen, was an Rednerreihenfolge vorher ausgemacht worden ist. Alles gut wieder. Bitte schön, Sie haben das Wort. Gut. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Dorn, dass ich heute hier im Landtag stehe und Sie mit Kritik der Linken am Masterplan nerven darf, das liegt maßgeblich daran, dass sich meine Eltern, dass sie mir damals nach dem Abitur kein Gesangsstudium an der Musikhochschule in Frankfurt finanzieren konnten. Da ich an der Gesamtschule war und mir keinen teuren Privatunterricht leisten konnte, hätte ich nach dem Abi noch ein Jahr pausieren müssen, um mich auf die Eingangsprüfung vorzubereiten. Außerdem musste man zumindest damals noch Gesangsunterricht im Studium privat finanzieren, und auch das war nicht drin. Tja, und jetzt müssen Sie sich mit mir hier rumschlagen. Vielleicht wäre Ihnen das erspart geblieben, wenn Bildung, auch kulturelle Bildung, nicht noch eine Klassenfrage wäre, meine Damen und Herren.
Leider ist sie das aber noch. Und Bildungserfolg hängt immer noch maßgeblich vom Bildungsgrad und Geldbeutel des Elternhauses ab. Und solange das so ist und bleibt, wird auch ein bestimmter Bereich der Kultur, nämlich die Hochkultur, im Großen und Ganzen ein Safe Space für das Bildungsbürgertum bleiben. Und warum erzähle ich Ihnen das jetzt eigentlich alles? Wir sprechen heute hier über den Masterplan Kultur, den die Staatsministerin Dorn mit einer Regierungserklärung vorgestellt hat. Dieser Masterplan soll die Weichen für die Kulturpolitik in Hessen der nächsten Jahre stellen und hat sich damit ziemlich viel vorgenommen. Und man ahnt es leider schon, diese Erwartungen werden nicht ganz erfüllt. Frau Ministerin Dorn, uns eint das Bild und Verständnis von Kultur, das diesem Plan zugrunde liegt, im Gegensatz zu dem, was wir auch vorhin von rechts außen gehört haben. Dass Kultur offen sein und zugänglich sein muss für alle, inklusiv und demokratisch. Dass Kultur kein Nice-to-have ist, sondern ein Must-have, eine Grundlage für ein friedliches und demokratisches Miteinander, auch wenn wir das mit dem Überbau und der Basis von Marx schon etwas anders verstanden haben. Aber das können wir gern noch einmal an anderer Stelle ausdiskutieren. Das Leitbild des Masterplans ist genau richtig und grenzt sich auch zu konservativen Vorstellungen von einer elitären Kunst, die antigesellschaftlich eine Welt für sich zu sein scheint, ab. Leitbild und Realität klaffen aber bei diesem Masterplan ziemlich weit auseinander. Es ist erst einmal ein richtiger Ansatz, eine Bestandsaufnahme der hessischen Kulturlandschaft zu machen, um anschließend gemeinsam mit den Kulturschaffenden und der Zivilgesellschaft über die Weiterentwicklung zu diskutieren. Soweit zu den Gemeinsamkeiten. Leider, wie schon angedeutet, schafft der Masterplan aber weder eine ehrliche Bestandsaufnahme, noch schlägt er ausreichend wegweisende Maßnahmen vor, um Kultur in der Breite in Hessen grundsätzlich auf neue Füße zu stellen. Es werden nämlich ganz viele Bereiche der Kultur in diesem Plan schlichtweg vergessen oder außen vor gelassen. Der Plan teilt sich in neun Schwerpunktthemen, die fast alle Kulturbereiche eigentlich betreffen würden. Kulturelle Bildung, Kulturförderung, wirtschaftliche Situation der Kulturschaffenden, Bewahrung und Verantwortung, Teilhabe und Vielfalt, Digitalisierung, ländlicher Raum, Engagement und Vernetzung. Und schon diese Schwerpunkte zeigen, wo der Fokus liegt, bei öffentlichen Einrichtungen der Hochkultur, also Theatern, Museen, Opernhäusern oder Galerien. Und von deren Perspektive aus ist dieser Masterplan auch gedacht. Und das liegt natürlich daran, dass diese Akteurinnen und Akteure sich am Prozess wahrscheinlich intensiv beteiligt haben und Sie zu denen am meisten Kontakt pflegen, Frau Ministerin. Das ist auch erst einmal nicht schlimm, nur sollte man dann einen Gang zurückschalten und nicht von einem Masterplan Kultur sprechen, wenn dieser sich vor allem mit einem Teilbereich öffentlicher Kultur beschäftigt. Es fehlen die Clubkultur, es fehlen Subkulturen und auch die Kinos tauchen gar nicht auf. Ein umfassendes Bild der hessischen Kulturlandschaft zeichnet dieser Plan nicht. Und wenn man sich die Struktur des Plans mal anschaut, dann wird für jedes Schwerpunktthema erst einmal der Status quo beschrieben, dann die Vision und dann die Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen. Und das klingt ja erst einmal sinnvoll, aber das Problem fängt schon vorne an bei der Bestandsaufnahme. Es ist nämlich keine richtige Bestandsaufnahme und kein Status quo der aktuellen Situation, sondern eine reine Aufzählung dessen, was das Land schon vermeintlich alles Tolles macht. Und das Lieblingskulturförderprogramm der Landesregierung scheinen die Landkulturperlen zu sein, die gefühlt in jedem Kapitel in diesem Masterplan auftauchen. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wenn ich von Anfang an einen kurzen getrunken hätte für jedes Landkulturperlen in diesem Plan, wäre ich nicht am Ende angekommen, meine Damen und Herren. Und es scheint ein bisschen wie das Allheilmittel für diverse Probleme in der Kulturlandschaft Hessens, vor allen Dingen im ländlichen Raum, zu sein. Und eine Aufzählung dessen, was das Land bisher für Kultur getan hat, das ist aber kein Status quo der Lage in Hessen. Kein Wort zum Bibliothekssterben, zum Mangel an Musik- und Theaterpädagogen oder zum Nachwuchs in den Gewerken in der Kultur. Nichts zu steigenden Gebühren an Musikschulen, kein Wort zur desaströsen Lage der Veranstalterbranche oder zum Kino-, Club- oder Chorsterben. Nichts dazu, dass immer weniger Kinder richtig lesen können und. Ich könnte jetzt endlos weitermachen. Das alles hätte aber zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme dazugehört, um daraus dann auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber wenn man schon beim Status quo die unangenehmen Befunde einfach weglässt, dann fallen auch die Handlungsoptionen reichlich dünn aus, meine Damen und Herren. Ich will auch nicht falsch verstanden werden.
Vieles, was in diesem Plan drinsteht, klingt gut und ist erst einmal nicht falsch. Aber handfeste und konkrete Maßnahmen sind angesichts des Aufwandes eines mehrjährigen Beteiligungsprozesses doch sehr rar gesät. Stattdessen liest man viel wohlklingende Prosa und Absichtserklärungen. Es fehlt aber vor allem an einer Umsetzungsperspektive. Es bleibt vollkommen unklar, bis wann welche Maßnahmen eigentlich umgesetzt werden sollen, was das Ziel ist und welche Meilensteine bei der Umsetzung vorgesehen sind. Es werden lediglich kurz- bzw. mittelfristige Maßnahmen angekündigt. Aber heißt das, dass Sie dann auch jetzt noch in dieser Legislatur überhaupt angegangen und umgesetzt werden? Was ist mit den anderen Handlungsempfehlungen? Ein Plan ist ja etwas Schönes, noch schöner ist aber, wenn er auch wirklich umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Ein paar Beispiele. Im Bereich der kulturellen Bildung wird als Maßnahme vorgeschlagen, ich darf zitieren, beispielhafte Projekte in ihrer Vorbildfunktion unterstützen. Oder beim Schwerpunkt Kulturförderung wollen Sie Kulturberatung, die während Covid eingeführt wurde, Zitat, verstärken und verstetigen. Was heißt denn das? Und lauter solche Worthülsen finden sich in diesem Plan. Und leider ist das alles sehr abstrakt und unkonkret. Oft bleiben die angekündigten Maßnahmen auf der Ebene des Bestehenden und weisen auch selten darüber hinaus. So wird eigentlich bei jedem Thema vorgeschlagen, könnte ich noch ein paar Shots trinken, Best-Practice-Beispiele zu sammeln und anderen Trägern der Kultur zur Verfügung zu stellen. Oder man erhofft sich eine Sichtbarmachung durch weitere Preise, die die Landesregierung dann vergeben darf. Und manchmal schlägt man auch Modellprojekte in einzelnen Kommunen oder Landkreisen vor. Ich finde, das ist ja alles ganz nett, bleibt aber oberflächlich und Stückwerk. Grundsätzliche Veränderungen in den Bereichen sieht anders aus. Als peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, empfand ich die Vorschläge, die sich auf die Zusammenarbeit im Plan zwischen den Ministerien beziehen. Es wird als Maßnahme aufgeführt, die sich aus diesem Prozess ableiten, eine engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ressorts der Landesregierung. Es tut mir leid, vielleicht ist es zu viel erwartet, aber ich finde das eine Grundvoraussetzung, um überhaupt so einen Plan zu erarbeiten, meine Damen und Herren. Das ist doch ein bisschen peinlich als Maßnahme, die daraus abgeleitet wird. Ich möchte an dieser Stelle auch auf einige Schwerpunktthemen eingehen. Zur kulturellen Bildung wäre ein intensiverer Austausch mit dem Kultusministerium nicht schlecht gewesen oder mit anderen Akteuren aus dem Schulbereich. Die angedachten Maßnahmen gehen nämlich etwas an der schulischen Realität vorbei. Weiterbildung für Lehrkräfte auszubauen, das klingt ja gut und ist erst einmal auch richtig. Aber kulturelle Bildung muss doch in der Lehrkräfteausbildung, also schon an den Hochschulen, eine größere Rolle spielen. Und ich darf Sie ja einmal daran erinnern, Sie haben doch selber im letzten Jahr das Lehrkräftebildungsgesetz novelliert. Ich habe da jetzt einmal reingeguckt. Da steht kein einziges Mal kulturelle Bildung. Das findet man da nirgends, nirgends. Und ich finde, das passt alles nicht zusammen. Das ist Stückwerk. Gehen Sie das jetzt noch einmal an? Soll das jetzt noch einmal novelliert werden? Also wirklich, ich möchte gern, dass diese Landesregierung und die Ressorts auch besser zusammenarbeiten, weil so finde ich das wirklich peinlich, meine Damen und Herren. Gut finde ich die Idee, in den Schulcurricula kulturelle Bildung zu stärken. Allerdings bleibt auch vage und fraglich, in welcher Form und wann das passieren soll. Ansonsten bestehende Programme sollen weitergeführt werden, Modellprojekte und Best-Practice-Beispiele und runde Tische und so weiter. Im Schwerpunktbereich Teilhabe und Vielfalt werden im Masterplan viele Barrieren benannt, die er abbauen will. Nur die Zugangsbarriere Geld und finanzielle Mittel, die spielt leider kaum eine Rolle. Teilhabe an Kultur, besonders Hochkultur, ist eine Klassenfrage. Und das heißt, dass Menschen mit geringem Einkommen deutlich weniger an dieser Kultur teilhaben können als andere. Und das nehmen Sie nicht ausreichend in den Blick, obwohl das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Es braucht konkrete politische Maßnahmen, um den Zugang zu Kultur auch für Menschen mit geringem Einkommen zu vereinfachen. Und dafür gibt es viele gute und erfolgreiche Beispiele, an denen Sie sich auch mal orientieren könnten, wenn Sie über den hessischen Tellerrand hinausschauen würden. Wenn ich zum Beispiel an die Kulturlisten denke, die es in vielen Regionen gibt. Kulturlisten spenden nicht verkaufte Tickets an Menschen, die sich diese Karten niemals leisten könnten, und schaffen damit tatsächlich Zugänge für alle, die sonst schon aus finanziellen Erwägungen nie ins Theater, die Oper oder in ein klassisches Konzert kommen können. Auf kommunaler Ebene bewegt sich einiges für vergünstigte Tickets für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien. Ich finde, ein Ziel für einen Masterplan Kultur wäre doch, den kostenfreien Eintritt für alle Kinder und Jugendliche in Kultureinrichtungen in Hessen zu erreichen. In diese Richtung müssten wir jetzt Schritte gehen. Aber diese Perspektive fehlt in Ihrem Masterplan leider vollkommen.
Und gleichzeitig ist die Perspektive in diesem Kapitel zu Vielfalt auch etwas eindimensional. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Es kann doch nicht nur darum gehen, den Zugang zu Kultureinrichtungen auch für Gruppen zu ermöglichen, die bisher wegen verschiedener Hürden es schwierig hatten, teilzuhaben. Was komplett fehlt, ist doch der Perspektivwechsel. Subkulturen anerkennen und fördern, die Menschen praktizieren und konsumieren. Denn Kultur ist vielfältig und die allermeisten Menschen haben einen Zugang zu Kultur, vielleicht über andere Medien, über andere Formate und Kulturformen. Und das kommt in diesem Masterplan leider überhaupt nicht vor. Und zur Kultur im ländlichen Raum gibt es als konkrete Maßnahmen eigentlich lediglich die Idee einer Leerstandsbörse und Gastspielförderung im ländlichen Raum sowie Überlegungen, ob Landeseinrichtungen bei Mobilität von BesucherInnen helfen könnten. Ansonsten Modellprojekte, Projekte weiterführen, Vernetzung, Best Practice und Sie kennen das ja alles schon. Dabei gäbe es doch einen richtig effektiven Hebel, um Kultur im ländlichen Raum ganz effektiv zu stärken. Der würde aber Geld kosten. Alle Aufgaben der Daseinsvorsorge in den Kommunen sollten den Charakter von Pflichtaufgaben haben, also auch die sogenannten freiwilligen Aufgaben im Kultur- und Bildungsbereich. Ein Staatsziel Kultur bleibt wirkungslos, wenn er nicht durch rechtlich verbindliche Regeln und der notwendigen Finanzierung untersetzt wird. Im Schwerpunktbereich Ehrenamt ist der Blick auf institutionelle Träger des Ehrenamtes beschränkt. Dabei ist es doch gerade der Kulturbereich, hauptsächlich getragen von Menschen, die ganz privat in ihrer Freizeit in Chören singen, in Bands musizieren, Leseklubs oder Festivals organisieren und so weiter. Und auch das ist Ehrenamt. Dafür bekommt man halt keine Ehrenamtscard. Die Probleme der Menschen, die versuchen, für sich Räume zu finden, um ihrer Kultur nachzugehen, ist angesichts der explodierenden Mietpreise ein wirkliches Problem. Und allein den Leerstand zu dokumentieren, das wird nicht ausreichen. Es braucht Proberäume, Ateliers und Freiräume, die für die Ausübung von kulturellen Hobbys zur Verfügung stehen. Und insgesamt ist da im Masterplan einfach nichts vorgesehen. Und insgesamt ist dieser Masterplan vor allem unverbindlich und wird den Ansprüchen überhaupt nicht gerecht. Es wirkt so, als habe er jetzt einfach fertig werden müssen, weil im Oktober die Landtagswahl ansteht. Ich möchte aber auch Dinge ansprechen, die ich gelungen und richtig finde, die noch ausformuliert werden müssten. Viele Kulturschaffende leben ja leider am Rande des Existenzminimums. Ja, man muss es sich leider leisten können, in der Kulturbranche zu arbeiten. So sieht die Lage aktuell leider aus. Auch deswegen orientieren sich junge Menschen aus Arbeiterfamilien selbst in Richtung Kulturbetrieb, weil sie weniger Sicherheit und Rücklagen haben als junge Menschen, deren Eltern finanziell gut ausgestattet sind und einen hohen Bildungsgrad haben. Deswegen ist die im Masterplan formulierte Maßnahme, Honoraruntergrenzen für Kulturschaffende in Förderrichtlinie aufzunehmen, absolut richtig. Da kann man sich auch noch einmal an NRW orientieren. Die haben das ja auch schon umgesetzt. Sie haben es ja vorhin angekündigt, dass es jetzt auch hier in die Umsetzung gehen soll. Da bin ich gespannt. Es soll ja auch unbürokratischer werden. Das finde ich gut. Statt erneuter Dialogrunden und Vernetzung und noch mehr Blabla, sollte man nämlich endlich etwas umsetzen, meine Damen und Herren. Auch Nichtbesucherstudien oder die Digitalisierung von Kulturgütern sind richtige Anliegen. Aber gerade Letzteres ist ja auch eine Daueraufgabe, wo klargemacht werden müsste, wer soll das eigentlich machen, wenn man bedenkt, wie viele Hunderttausende Kulturgüter wir haben allein in Hessen und die alle digitalisiert werden sollen. Das ist ein erheblicher Aufwand. Aber auch hier gibt es leider keine Umsetzungsperspektive. Und auch am Verfahren der Entstehung des Planes gab es von einigen Seiten Kritik. Zum Beispiel das Problem, dass freiberuflich Tätige nicht erfasst wurden, da sie nicht institutionell gefördert werden. Und die Frist für die zweite Online-Beteiligung war ungünstig gewählt. Es gab dafür nur einen Zeitraum von 3,5 Wochen, zudem teilweise noch in den Sommerferien. Also ist es gut und dringend nötig, diesen Aufschlag, der hier vorliegt, fortzuschreiben. Und das ist ja auch so angedacht. Ich befürchte aber, viele auch in der Kulturbranche haben sich von diesem Prozess deutlich mehr versprochen. Im Masterplan steht nicht viel Falsches, aber der große Wurf für die Kultur in Hessen ist er sicher nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula.